Herr Professor Banaschewski, ADHS, das ist wohl die seelische Krankheit, die am meisten kontrovers diskutiert wird, unter Experten und auch in der Öffentlichkeit. Was meinen Sie, warum das so ist? Meiner Meinung nach liegt es zum einen daran, dass es sich um eine in der Kindheit beginnende Störung handelt, von der man angenommen hat, dass sie eigentlich verschwindet. Es eine Störung ist, die eher dimensional ausgeprägt ist, also beziehungsweise die zugrunde liegende Vulnerabilität ist dimensional ausgeprägt. Man kann keine klare Grenze definieren seitens neurobiologischer Marker, was abweichend ist, und muss eine klinische Diagnose treffen auf einem Kontinuum. Ein nächster Punkt ist, dass es sich um eine Störung handelt, die auch medikamentös behandelt wird. Es gibt in der Bevölkerung natürlich viele Vorbehalte gegenüber der Behandlung von Kindern mit Psychopharmaka. Ein weiterer Punkt ist, dass es sich um die häufigste Störung, Kinder- und Jugendpsychiatrische Störung handelt, mit einer weltweiten Prävalenz von etwa 5%, dass natürlich solche Kinder deutlich häufiger anzutreffen sind als Kinder, die seltenere Störungen aufweisen. Und die Kinder werden, es wird häufig auch eingewandt, dass es sich nur um Temperamentsvarianten handelte, also dass es besonders lebhafte Kinder seien. Der Punkt ist aber, der von den Kritikern übersehen wird, dass dafür, dass man eine Diagnose stellt, erforderlich ist, dass es sich um eine chronische Störung handelt, die auch in mehreren Lebensbereichen auftritt und mit einer deutlichen funktionellen Beeinträchtigung in verschiedenen Lebensbereichen einhergeht. Also ohne funktionelle Beeinträchtigung keine Störung. Bei einer funktionellen Beeinträchtigung kann es sich um die Beeinträchtigung schulischer Leistungsfähigkeit handeln, also dass Kinder, die trotz guter Intelligenz und guten Bemühen und der Tatsache, dass sie lernen, immer wieder Flüchtigkeitsfehler machen und nicht sich konzentrieren können, auffallen, schlechte Leistungen erhalten. Oder es kann sich handeln um Beeinträchtigungen der sozialen Beziehungen zu Gleichaltrigen, wo diese Kinder aufgrund ihrer Impulsivität, Zappeligkeit häufig abgelehnt werden. Sie verhalten sich oft sprunghaft. Und im Gegensatz zu lebhaften Kindern, die das durchaus, oder temperamentvollen Kindern, die das durchaus dann variieren können, können das diese Kinder leider nicht oder nicht ausreichend. Das hängt natürlich auch von dem Kontext ab. Weitere Beeinträchtigungen können sein, beispielsweise bei jungen Erwachsenen, Unkonzentriertheit im Straßenverkehr. Die Patienten haben viermal häufiger tödliche Unfälle. Schon Kinder im Kinder betroffene Kinder haben eine erhöhte Mortalität gegenüber anderen Kindern durch Unfälle, durch unvorsichtiges Verhalten. Also all das sind funktionelle Beeinträchtigungen, die essentieller Bestandteil der Diagnose sind, also Diagnosekriterium sind. Und das wird mitunter von den Kritikern übersehen, und es wird dann vermutet, dass jeder Mensch, der unkonzentriert ist oder zappelig ist, automatisch diese Diagnose erhält. Und wenn man vernünftig diagnostiziert, sollte das nicht der Fall sein und ist auch nicht in den Definitionskriterien enthalten. Besonders erbittert wird ja über den Einsatz von Medikamenten in der Therapie gestritten. Wie ist da der Stand? Gibt es Neuigkeiten dazu? Ja, Medikamente werden sehr kontrovers diskutiert. Hier, wenn wir eine bisschen globalere Perspektive einnehmen, muss man sagen, dass in der Tat es auch Anlass zur Sorge gibt in Nordamerika, beziehungsweise konkret gesagt in einzelnen Staaten der USA, dass da ein relativ hoher Anteil der Kinder und Jugendlichen medikamentös behandelt wird. Es gibt sehr große Diskrepanzen hinsichtlich der Prävalenzzahlen zwischen den einzelnen Staaten. Also Kalifornien ist beispielsweise vergleichbar hinsichtlich der Häufigkeit medikamentöser Behandlungen mit Europa. Aber es gibt Staaten, im
Südosten der USA, vorwiegend die, könnte man dazu sagen, die republikanisch wählen, wo die Verschreibungshäufigkeiten durchschnittlich bei über 12, über 14% des Jahrgangs liegen. Und das ist, gibt Anlass doch zur Sorge. Das ist in Europa nicht der Fall. Die medikamentöse Behandlung, muss man sagen, ist sehr effizient, wirkungsvoll. Es gibt gute Belege auch für eine längerfristige positive Beeinflussung des Verlaufs, sowohl auf Ebene der neurobiologischer Ebene als auch auf Ebene von funktioneller Beeinträchtigung. Aber natürlich keine kontrollierten Studien, die man schlicht und einfach nicht durchführen kann. Es gibt eine Kontroverse jetzt um die Tatsache, ob die medikamentöse Behandlung überhaupt, ob die, deren Wirksamkeit hinreichend belegt sei. Wir hatten mehr als 15 Meta-Analysen gehabt, die alle übereinstimmend zu dem Ergebnis gekommen sind, dass Stimulantien sehr wirkungsvoll und gut, in der Regel gut verträglich sind zur Behandlung der ADHS-Kernsymptomatik. Aber im letzten Jahr wurde eine Arbeit der Cochrane-Gruppe um Störebö publiziert, die behauptet hat, dass all die 186 Studien, die in diese Meta-Analysen eingeschlossen wurden, im Prinzip potenziell verzerrt sein. Wir und andere Gruppen haben sehr genau uns die Cochrane-Arbeit angeschaut und zahlreiche Fehler identifiziert und gehen davon aus, dass diese Cochrane-Arbeit eigentlich zurückgezogen werden muss, all dieweil die Schlussfolgerungen nicht gerechtfertigt sind. Aber es würde jetzt zu weit führen, das im Detail auszuführen, aber wir haben dazu ausreichend publiziert, das ist nachlesbar. Es gibt dann in Bezug auf die nicht pharmakologischen Behandlungsverfahren, die es ja auch gibt, zum Beispiel Verhaltenstherapie, diätetische Maßnahmen, Aufmerksamkeitstrainings, Neurofeedback, auch jetzt systematische Meta-Analysen von unserem europäischen Forschungsnetz, wo man sehen muss, dass bei unverblindeter Beurteilung, also wenn der Beurteiler weiß, welche Behandlung das Kind oder der Jugendliche, welche Behandlung erfolgt ist, dann sind die werden diese Behandlungsverfahren in der Regel als zwar schwächer als die medikamentöse Behandlung, aber eben doch wirkungsvoll beurteilt. Wenn der Beurteiler allerdings nicht weiß, ob das Kind die Behandlung erhalten hat oder eine Placebo-Bedingung erhalten hat, dann lässt sich für die meisten dieser Verfahren kein signifikanter Unterschied feststellen in Bezug auf die Verbesserung der ADHS-Kernsymptomatik. Und das ist mir wichtig zu sagen in Bezug auf die Verbesserung der ADHS-Kernsymptomatik, weil sich in der Tat doch für zum Beispiel für die Verhaltenstherapie zeigen lässt, auch bei verblindeter Beurteilung, dass Symptome von Störungen des Sozialverhaltens sich verbessern. Das ist klar belegt. Es ist nur nicht hinreichend belegt, dass in Bezug auf die Kernsymptomatik, also sprich Unaufmerksamkeit, Zappeligkeit und Impulsivität, sich eine Verbesserung erreichen lässt. Das sind sozusagen ist der aktuelle Stand zu dem der Frage, was kann man denn eigentlich tun, welche medikamentösen oder nicht medikamentösen Therapieverfahren sind einsetzbar. Man könnte vielleicht noch ergänzen, dass es jetzt neben der Stimulantientherapie im letzten Jahr auch die Zulassung für ein langwirksames Guanfacin-Präparat, also ein Alpha-2-Agonisten in Deutschland gegeben hat. Aber das ist dann Second-Line-Treatment. Alles klar, vielen Dank.